Willkommen zu einer weiteren Folge über Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond. Ja, heute möchte ich ein bisschen über die ganzen Fake-Dinge berichten, die gerade noch so im Internet kursieren. Denn seit, Mitte letzter Woche, seit ungefähr dann feststand, dass wir bald neue Leaks bekommen, sind halt einfach wieder sau viele Fake-Leaks rumgeschwirrt im Internet und keine Ahnung, also es sind so viel beschissene Dinge da im Umlauf gewesen, von wegen Alola Quiekel, Alola Keifel, dann irgendwas mit Lilly noch, wo halt einfach irgendwelche, Kurokuro-Beiträge, also die Seiten aus der Kurokuro gepostet worden sind, gefaked worden sind mal wieder, und dann gibt es noch weitere, Fake-Posts von den Leiter von Serebii, die wurden halt auch gefotoshoppt, so Twitter-Posts halt, wo er über Dinge berichten sollte. Also ich finde es so krass, wie krass jetzt gefaked wird in den letzten paar Tagen. Und es gehen eine Menge Leaks auch um und es werden mir auch eine Menge Leaks zugeschickt. Und ja, deswegen wollte ich ein bisschen drüber berichten, was ich von der ganzen Sache hier halte. Des Weiteren ist es eine gute Sache für mich, dass ich jetzt gerade noch was zum Aufnehmen gefunden habe, ein kleines Thema, wo ich ein bisschen podcastmäßig drüber labern kann, denn ich habe jetzt schon mein neues Mikro, mein Shure SM7B, was halt schon ein ganz cooles Mikrofon ist. Das wollte ich einfach mal ausprobieren. Ich bin gerade, glaube ich, in der Bass-Einstellung drin. Ich kann meine ganzen Einstellungen immer konfigurieren hier und gerade habe ich ein bisschen mehr Bass drin. Ich will ausprobieren, wie das mit dem Mikro so alles funktioniert. Ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Mikro so findet, und am Ende des Videos kriegt ihr nochmal eine kurze Sneak Peek von meiner neuen Kamera und dem Mikro nochmal ein bisschen mit einer anderen Einstellung. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, dann könnt ihr nochmal ein bisschen gucken, wie das bald auf dem Kanal aussehen wird, weil ich werde ein bisschen mehr Real-Life-Stuff noch reinhauen. Und jetzt beginnen wir einfach mit dem Thema hier. Alola, Swinub auf Englisch, Alola Quiekel auf Deutsch. Sieht halt schon ziemlich cool aus, vor allem Keifel hat relativ viel Style. Ich meine, das Bild habt ihr wahrscheinlich schon im Thumbnail gesehen und auch jetzt gerade hier nochmal. Es sieht auf jeden Fall schon ziemlich cool aus, ja, das muss ich schon sagen. Jedoch, es ist hundertprozentig ein Fake, weil, wisst ihr, es ist gerade etwas Neues angekündigt worden und dann kommen auf einmal die ganzen Leute mit ihren Leaks wieder aus den Ecken gesprungen. Die ganze Zeit war tote Hose und jetzt kommen sie alle wieder an mit irgendwelchen Leaks und es kann einfach nicht stimmen, ja. Vor allem, da wir derzeit halt nur wissen, dass Wolverock eine neue Form bekommen hat, wissen wir gar nicht, ob es neue, also ganz neue Pokémon geben wird. Ob es nur also andere Formen geben wird oder was da alles passieren wird. Deswegen können wir noch gar nicht sagen, ob es neue Alola-Formen geben wird. Deswegen keine Ahnung, ob wir das hier schon so bestätigen können, aber ich halte es halt für absoluten Fake. Und ja, wenn einer Japanisch kann, dann wird er wahrscheinlich auch schon irgendwelche Rechtschreibfehler da drin finden in den Beiträgen. Ich schätze mal, dass die da nicht alles so gut recherchiert haben, dass sie alles im perfekten Japanisch dorthin geschrieben haben auf den Beiträgen. Also falls jemand von euch Japanisch kann, kann er ja mal nachgucken, ob das alles so stimmt, was da drauf steht und ob das überhaupt mit dem Thema da zu tun hat, mit Alola Keifel und halt Quiekel. Vom Design her sehen sie, wie gesagt, nicht schlecht aus. Ich finde die eigentlich ganz nice. Nur auch die weiße Umrandung bei Quiekel sieht ziemlich wack aus. Also da sieht man auch schon, dass es halt fake sein muss, weil die weiße Umrandung bei Quiekel ist viel zu dick. Dann der Pfeil mit der weißen Umrandung ist auch ein bisschen broke. Weiß ich, da ist auch, sind auch ein paar Fehler drin. Also die Koro kuriert sich da eigentlich immer relativ viel Mühe beim Aussehen der Seiten. Deswegen schätze ich mal, wird das hier locker fake sein. Aber trotzdem sehr interessant und sieht relativ cool aus. Deswegen möchte ich da jetzt aber auch nicht mehr Worte zu verlieren. Da gab es doch irgendwie einen anderen Post, den finde ich aber gerade irgendwie nicht wieder. Von wegen, dass Lilly wiederkommt und bla 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 bla. Das wird wahrscheinlich auch fake sein, weil ja, bisher war wie gesagt auch alles fake, was wir da bekommen haben. Ihr könnt mir zwar gerne die Sachen zuschicken, aber geht davon aus, dass es halt zu 90% fake sein wird, was wir da halt so auf diesen ganzen Titellistern der Kurokuro sehen. Vor allem, warum sollte jetzt schon eine Ausgabe der Kurokuro fertig sein für nächsten Monat oder so? Weil wir haben ja gerade erstmal die letzte Ausgabe bekommen, die letzten Previews. Und da war ja nichts von Quiekel und Keifel und deswegen, ja. Können wir das auf jeden Fall schon mal ausschließen? Jetzt würde ich halt noch sagen, kriegt ihr das kleine Sneak Peek zu meinem neuen Mikrofon nochmal mit der anderen Einstellung und noch meiner Kamera. Deswegen würde ich sagen, habt viel Spaß damit. Noch einen wunderschönen Tag wünsche ich euch auf jeden Fall
Bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao, haut rein. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Das hier ist jetzt nur ein kleiner, kurzer Test für mein neues Mikrofon und meine neue Cam, die ich habe. Ich habe jetzt so ein paar kleine Testaufnahmen in meinem Zimmer erstmal gemacht. Einmal ein bisschen von meinem Auge so, dass man ein bisschen guckt, wie der Fokus so auch funktioniert und alles mögliche. Ich kenne mich halt fast null mit Cams aus. Deswegen muss ich mich in der ganzen Sache noch ein bisschen reinfinden. Deswegen, naja, kann es sein, dass es nicht von Anfang an Top-Qualität wird mit der Cam. Aber ich versuche mich da ein bisschen reinzufuchsen. Des Weiteren habe ich ja auch ein neues Mikrofon, was ihr derzeit hört. Das ist das Shure SM7B. Ein relativ teures Mikrofon, mit dem auch einige Sänger und Rapper mit aufnehmen. Michael Jackson hat damit früher sein Album Thriller aufgenommen, was sehr interessant ist, weil das Mic ist halt schon relativ basslastig und naja, man kann zwar auch alles so ein bisschen umfixen, ich habe ja auch ein anderes Audio-Interface noch dafür, deswegen, es ist auf jeden Fall sehr geil, das Mic, wie ich finde, weil ich habe Fenster auf, ich habe alles mögliche auf, ich wohne direkt an der Hauptstraße und man hört einfach nichts an Geräuschen, sage ich mal. Man hört nur meine eigene Stimme und die Stimme hört sich einfach relativ geil an. Ich muss natürlich ein bisschen noch damit rumfixeln, mit der Cam und mit der Audio, aber das wird innerhalb der nächsten Tage dann alles schon perfekt sein, schätze ich mal. Also zumindest mit der Audio, das mit der Cam müssen wir dann noch schauen.